Herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Motorsports, und willkommen zu einem weiteren Teil von Wolf im Schafspelz. Und heute habe ich euch wieder eine geile Kiste mitgebracht mit dem Besitzer, dem Marc. Grüß dich, Jung. Hi. Ja, alles gut? Das ist Marc, sein Skoda Octavia RS. Da freuen wir uns auch schon lange drauf, dieses Video endlich mal fertig zu machen. Und zwar, ja, also ich kenne mich jetzt nicht ganz so gut aus mit dem Octavia RS, ne? Deswegen, was ist das für ein Baujahr? Das ist Baujahr 2014. Okay, also ist das schon etwas neuer, ne? Genau, richtig. Ja. Ist das aber nicht das neueste Modell? Gibt es schon wieder neueren? Facelift gibt es schon. Facelift gibt es schon, aber sonst das neueste Modell, ne? Serie haben wir da was drin? Serie hat er ein 2 Liter Turbo. Mhm. 220 PS. Okay, ja, da hat sich ein bisschen was getan. Wir gucken uns erstmal das Auto so im Gesamten an, weil das ist einfach schön. Hast du an der Front was geändert? Ja, Front ist hier, wo das Kennzeichen ist, ist geklebt alles. Mhm. Ja. Und die Lippe von Riga ist dran. Und das Zeichen vorne ist geklebt. Ja. Front ist Serie. Ist auch schön dezent, aber sieht böse aus. Gefällt mir richtig gut. Kommen wir zum nächsten Aspekt. Kiva ist er auch. Genau. Was haben wir für ein Fahrwerk verbaut? Das ist das H&R Deep drin, ja. Gewinde. Fährt sich gut? Fährt sich super. Obwohl er ein bisschen tiefer ist als sportlich alles. Ganz genau. Dann kommen wir zu den Felgen. Das sind V1. Genau, das sind die V1 Wheels. Ja. Schwarzglanz. Mit den Michelin 235er. Welche sind das? Pilot Sport oder? Nee, das ist Supersport. Supersport, genau. Sind das schon diese Art Semislicks? Nein, keine Semis. Habt ihr da so einen etwas sportlicheren Reifen, aber der so halb Semislick ist, weißt du? Genau. Welcher ist er? Cup-Sport ist Cup-Sport, er. Cup-Sport, ja. Genau. Bist du da mit der Traktion zufrieden? Weil ist ja eine Frontfräse, ne? Frontfräse, ganz genau. Erste, zweite Gang ist natürlich Radieren angesagt, ne? Dann ab dritte Gang packt er, ja. Packt er, ja. Bremse ist Serie, aber andere Scheiben? Genau, andere Scheiben, das sind die EBC. Mhm. Bremsscheiben. Mit Yellow Stuff, ne? Belegen. Mit Yellow Stuff belegen, genau. Wie kommst du damit klar? Super. Ja? Ja, super zufrieden. Hast du an der Hinterachse das gleiche verbaut? Hinterachse ist umgebaut, die Bremse. Achso, das ist die Serie, hat der 272 mm Bremsscheiben, ja, und nicht belüftet. Okay. Das ist die vom Cupra 300. Ja. Die 310 mm Scheiben und auch innen belüftet. Und auch das gleiche wie vorne mit den Yellow Stuff Klötzen. Das ist ein sinnvolles Upgrade, ne? Ja. Gehen wir mal zum Heck. Da hast du die Rückleuchten. Genau, Rückleuchten sind andere drin. Bisschen dunkler, ne? Die, der Diffuser ist von Riga auch, wie vorne die Lippe. Mhm. Ne? Ja, Wischer ist gecleant und das Ruderzeichen ist auch weg. Ja, sehr nice. Na, dann gehen wir mal, gucken wir uns mal ein bisschen die Ausstattung an. Ich habe gerade schon, wo wir hingefahren sind, habe ich gesehen, der ist richtig gut ausgestattet. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also, eigentlich so alles, Herz begehrt, würde ich eigentlich so sagen. Ne? Also, was soll man da groß aufzählen? Ich hatte auch Keyless Go. Hat er auch, genau. Du hast den Schlüssel da so liegen. Ganz, ne? Genau. Ja. Multifunktionslenkrad, wie Lenkrad hast du ein bisschen verschönert, ne? Genau. Alcantara bezogen. Guck mal, die Sitze sind auch richtig schön, finde ich. Also super Seitenhaltung, so haben die, also. Und die haben sogar Sitzheizung, ne? Ja. Auch geil. Ja, Navi, alles an Bord, irgendwelche Assistenten oder so? Nee. Ja. Das habe ich alles rausgelassen. Ja. Wollte ich nicht haben. Aber so echt sehr nice. Ja, Fußmatten habe ich mir noch anfertigen lassen. Ne? Schalthebel und Handbremshebel noch in Alcantara bezogen. Ja, nicht zu viel, aber schon, genau. Echt schön dezent alles. So gefällt mir das. Ja, jetzt würde ich mal sagen, was die Zuschauer jetzt am meisten interessiert, ist natürlich das Herzstück unter der Haube, warum wir das Video überhaupt Wolf ins Schafspelz wieder nennen. Dann machen wir die Motorhaube auf. So, also jetzt müssen wir ein bisschen ausholen. Hier haben wir noch den Serienmotor verbaut oder hast du die Innereien schon verstärkt? Nee, ist alles gemacht. Ist alles gemacht, alles gemacht, ne? Komplett. Ja. Und jetzt kommt die wichtigste Frage, was für ein Turbolader haben wir drauf? Das ist der LM500. Das ist, denke ich mal, eine Art Upgrade-Lader, ne? Genau. Ladermanufaktur. Ja. Sagt dir das was? Ja. Genau. Das sind quasi die Spezies, sag ich mal, in dem Genau. Moment, ne? Die zweite Generation davon. Okay. Super Lader. Geiles Ansprechverhalten. Ab wann kommt der ungefähr? Ab 3.1. 3.1 schon? Ja. Das ist echt geil, ne? Das hatten die, also ich hatte vorher die erste Generation da drin und da war so bei 4.1 ungefähr, dass der so richtig dann, aber dann halt brutal, ne? Mhm. Und jetzt ein bisschen genau, jetzt humaner, das, aber früher. Genau, genau, richtig. Ja. Und bis wie viel drehst du, so Enddrehzahl? 6, 9, 7, aber dann ist es auch gut. Mhm. Also wie gesagt, Pleuel sind verstärkt, Kolben sind verstärkt. Genau. Irgendwas Besonderes oder einfach normale Schmiedekolben. Okay. Und IE Stahlkolben. Mhm. So, das ist ja so das Wichtigste am Motor verstellen. Wurde am Kopf was gemacht, Ventiltrieb geändert oder alles Serie? Alles Serie. Alles Serie. Benzinversorgung, wurde da was geändert? Genau, die Hochdruckpumpe ist eine andere drin, Abquellpumpe. Ansaugung sieht original aus, ist aber nicht original, ist modifiziert. Mhm. Ne, ist also Eigenbau.
Ladenluftkühler vergrößert, genau. Denke ich mal. Ne? Ladenluftkühler ist ein größerer drin. Und Abgasanlage ab Turbo. Ganz genau. In 3 Zoll oder? Ne, die fängt in 3,5 Zoll an oben und geht dann in 3 Zoll über. Und hast du jetzt im Nachhinein, hast du vorher bist du ohne Cut gefahren, genau. Glaube ich, und jetzt hast du einen Cut drin. Ne? Ganz genau. Jetzt das war so EWG Downpipe, ist das genau. Probezweck, genau. Alles safe. Ne? Ist alles safe. Abgestimmt genau. Wurde das Fahrzeug von? Von FTS Team. Also FTS höre ich auch noch Gutes drüber, gerade im Bereich, sag ich mal, VW, Skoda, was auch immer, ne? Ja. Sind die mit vorne dabei. Also super Jungs, die geben sich immer Mühe, also die versuchen immer das Beste daraus zu machen. Und wie gesagt, ich bin schon immer da gewesen bei denen und super glaub, zufrieden, auf jeden Fall. Okay. PS und Newtonmeter, was haben wir hier anliegen? Der hat jetzt 505 PS, 585 Newton. Das tut schon auch Newton haben wir ein bisschen runtergelassen, halt wegen Frontantrieb. Ne? Da hätten wir auch noch viel höher gehen können. Aber, ja, aber es sinnvoll. Ist auch irgendwann sinnvoll. Beim Frontkratzer ist auch Feierabend. Auf jeden Fall, ja. Da ist manchmal weniger mehr. Genau, ganz ne? Genau. Was bringt dir das, wenn der im dritten Gang dann noch übelst am Radieren ist und du kommst nicht von der Stelle? Dann bist du langsamer, als wie wenn du ein bisschen mit dem Newton genau, ganz genau. Und deswegen haben wir das auch so gemacht. Und ja. Da habe ich mich auch auf die Jungs verlassen. Also, das ist auch, denke ich mal, ein guter Kompromiss. Ja. Ja. Abgasanlage ist eine Einzelanfertigung von Stuber Auspuffanlagen. Auch alles eingetragen. Aber wie sieht es denn aus mit der Kraftübertragung? Ja, Getriebe ist auch komplett verstärkt. Also Gangabstütze ist verbaut, ganze Lager sind verstärkt. Ja, das ist so, was an Getriebe jetzt gemacht wird. Kupplung haben wir was verbaut? Kupplung ist die Sachs Performance Sintermetall. Mit einem Massenschwungrad oder? Nein, zwei Massenschwungrad. Zwei Massenschwungrad? Ein Massenschwungrad ist immer so ein bisschen geklappt, klapperig, ne? Und kannst auch meistens nicht mehr als 550 Kilometer fahren. Wer hat den Motor so umgebaut und alles? Ja, Motor haben wir selber umgebaut, ja. In unserem Autohaus, wir haben ein Skoda Autohaus. Okay. So, wer Fragen oder Anregungen hat, genau. Für diesen Skoda Octavia, meldet euch Wollmer und Becker in Wuppertal. In Wuppertal, genau. Ja, dann würde ich sagen, haben wir genug gequatscht. Ja, jetzt genau. Bin ich mal richtig heiß drauf, was die Kiste hier kann. Da bin ich mal richtig gespannt. Ja, fahren wir einfach mal. Geiles Panoramaschiebedach hier übrigens, ne? Ja, ist mega geil. Richtig geil, ja. Aber so alles bisschen mit dem Auto, wie zufrieden bist du, wo du sagst so? Also super, ich kann qualitativ und alles kann ich wirklich gar nichts gegen sagen. Mhm. Ist super. Wie gesagt, ich habe den seit 5 Jahren jetzt als Neuwagen bekommen und nichts dran gewesen, wo man jetzt sagen muss, boah, das hätte nicht sein dürfen oder so. Ne? Auspuffanlage ist auch nicht zu aufdringlich, ne? Man hat so Resonanz, aber jetzt nicht so ein... Ja, oder in den unteren Drehzahlen ist es okay, aber in den oberen, das wirst du gleich auch hören. Ja? Da geht da ein bisschen die Post da ab? Da geht schon ein bisschen die Post ab. Ja, das schätzt schon gut an. Tunnel müssen wir einmal Fenster aufmachen. Ja. Und
ohne die Aussetzer noch schneller, musst du dir mal vorstellen. Also wenn du die Aussetzer noch in den Griff bekommst, dann ist das ein richtiger Sleeper, ey. Ich meine, dieser ist ja jetzt schon, keine Frage. Aber ist jetzt schon brutal, aber das mit den Aussetzern, wie gesagt, da sind wir dran. Ne? Da ist halt da so ein Ding dran. Ist schon richtig, richtig sexy, ne? Definitiv, ey. Sieht richtig geil aus und der Sound kann auch was. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt lässt er mal richtig hier einen brennen. Ja, dann ist Bohlen offen. Jetzt habe ich, ja, schauen wir mal. Boah, Junge, das kam mir richtig unerwartet geil jetzt. Hammerftig. Nein, das kam richtig geil. Junge, da ist der Baum am Brennen. Ich nein, da ist direkt, da geht bei mir, weißt du, ich bin, guck mal, ich war so gechillt und auf einmal kommt so bam, 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 bam und mir geht richtig die Blume auf. Ey. So geil. Hammer. Ihr fühlt das auch. Ihr wisst, was ich meine. Junge. Nein, Sex. Das war echt richtig geil. Aber die Leute jetzt gerade am Fernseher, am Handy, am Laptop, am PC, die wissen alle, was ich meine. Boah, Junge. Ich komm nicht klar, ey. Ey, das ist richtig böse, ne? Hammer. Alter, aus 2 Liter. Ah, pap, pap, pam. Boah. Hast du nicht lachen gehört? Nein. Ich bin ausgerastet. Das habe ich schon lange nicht mehr gehört. So muss das sein. Hast du das mal von hinten gehört, nein, was da ja, los ist? Ah, pap, pam, pam. Oh, Alter, Junge. Ich habe das richtig gefeiert. Ich habe jetzt gerade dem Marc gesagt, ne, der, ob der das gehört hat, schon mal von hinten. Ja, weil ich finde immer, das Geilste ist, wenn man sein Auto aus einer anderen Position hört. Ist einfach so. Du kriegst halt nicht mit, was hinterm Steuer passiert. Ne? Genau, das ist da so. Weißt du nicht, was los ist. Und gerade bin ich ausgerastet. Da muss er jetzt einmal hören. Der sagt gerade, der hat das noch nie gehört. Das darf nicht wahr sein. Mega krank. Also, da geht die Party, das habe ich noch nicht gehört. Hast du das gehört? Junge! Das ist Mord. Was ist denn da los? Das ist Endstufe. Boah. Und weißt du, wie krank das war? Am Lenkrad, weil der zieht ja dann so richtig in eine Richtung, ja, ne? Das ist ein richtig geiles Gefühl. Ja. Mir geht voll das Herz auf, Alter. Geil. Hammer, ey. Und da steckt eine Gewalt hinter, ne? Also das habe ich gemerkt. Der schiebt, also wenn du komplett Gas gibst, schiebt der einmal komplett über die Achse in eine richtig, Richtung, richtig, ne? Ja. Da muss schon jetzt so ein bisschen hast du selber spielen. Mal aber richtig gefühlt, wie es ist, ne? Hör mal, das ist was ganz anderes wie auf dem Beifahrersitz. Ja, ja. Manchmal sagt man ja, man kriegt auch einen Beifahrerplatz mehr mit, aber hier definitiv da als Fahrer. Da muss schon ein bisschen arbeiten. Wegen dann, der Frontsäge, ne? Genau. Ja, genau. Also so ein Fahranfänger oder so, der wäre direkt, wär direkt weg. Ja, 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 ja. Nein, richtig geil, ehrlich. Ja. Freunde des gepflegten Motorsports, wenn das mal wieder nicht hier, ne, einen weggehauen hat, dann weiß ich jetzt auch nicht. Ich würde sagen, wir bedanken uns bei Marc. Sehr gerne. Für das Video. Immer wieder gerne. Ja. Hat mir Spaß gemacht. Hat richtig Bock auf gemacht, jeden Fall. Ehrlich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mal einen fetten Daumen da. Geht ja leider nur einer. Genau. Und ansonsten lasst ein Abo da, dann sehen wir uns im nächsten Video und macht's gut, Freunde. Haut rein.